Moin Moin und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Runde, dem Monolog ist bei mir auf dem Kanal. Wir sind heute im Update 1.5.0. Das hat eine neue Map mitgebracht und zwar das Leichenschauhaus. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Ich habe den Schwierigkeitsgrad erstmal auf einfach geschraubt, weil ich habe die Map vorher noch nicht angeguckt. Ich habe keinen Plan. Wir gucken jetzt zusammen das erste Mal da rein und ja, deswegen genießen wir das erstmal, bevor wir direkt weggehauen werden. Was haben wir denn hier? Also, er antwortet dir nur, wenn du allein bist. Das ist ja kein Problem, weil ich bin alleine. Ah, okay. Es gibt ein optionales Ziel. Finde den Benzinkanister. Und hier steht, du kannst diese Ziele erfüllen und weitere Belohnungen erhalten. Oder du kannst in dein Auto steigen und zum Unterschlupf zurückkehren, ohne die Ziele zu erfüllen. Der Exorzismus wird erst freigeschaltet, wenn die optionalen Ziele erfüllt sind. Okay, also Benzinkanister finden. Es gibt hier nur eine optionale Aufgabe. Interessant. Finden Sie die richtige Leiche mit UV-Licht, Ektoplasmaglas und einem Kruzifix. Identifizieren Sie das Geschlecht, indem Sie genau auf die Stimme hören. Verbrennen Sie die richtige Leiche, bevor die Zeit abläuft. Sie möchten nicht im Haus sein, wenn die Zeit abgelaufen ist. Okay, die Frage ist, beginnt das Zeitlaufen erst, wenn ich das optionale Ziel erreicht habe oder läuft das permanent im Hintergrund? Ich würde sagen, wir werden es gleich rausfinden. Und schauen mal rein. So, nehmen wir erstmal die Taschenlampe mit, das EMF-Gerät und das Thermometer. Also wir brauchen auf jeden Fall ein Kruzifix, UV-Licht und ein Ektoplasmaglas, um überhaupt den Exorzismus durchzuführen. Lassen wir es doch mal auf uns zukommen. Okay. Auf jeden Fall ein sehr abgeranztes Leichenhaus. Wobei Funeral Home ist ja eigentlich eher so ein Gerichtsmediziner. Bestatter. Okay, wir sind drin. Das bin ich mal gespannt, was es hier dann auch schon wieder für Jumpscares gibt. Auch da habe ich keinen Plan. Hier geht's nicht lang. Okay. Das kann man bestimmt lesen, dann passiert was. Machen wir beim nächsten Video. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal darauf, die Map anzuschauen. Hier wurde ja noch frisch gekocht. Das sieht noch gar nicht so schlecht aus. Und genau. Okay, hier scheint's. Oder hinten scheinen die Leichen zu sein. Vielleicht. Guck mal hier lang. Ja, in den Keller können wir. Okay. Hier werden auf jeden Fall die Leichen vorbereitet. Hier sind die Kühlräume. Da komme ich nicht durch. Das Miese ist, wenn man keinen Plan hat, was er nach. Jo. Fuck hier. Oh mein Gott. Weiß man auch nicht, was kommt. Das ist. Oh. Okay, das sah ja noch recht normal aus. Aber ich glaube, den Keller lassen wir erstmal hinter uns. Hier passiert doch. Okay. Fuck you. Sorry. Ich muss gerade etwas hier. Okay. EMF4. Jetzt ist die Frage. Temperaturtechnisch. Hier sind wir bei 20 Grad. Hier direkt im ersten Raum. Ja, bei 15. Hey. Jetzt könnte ich aber mal die UV-Lampe holen. Um zu checken. Da vielleicht Fingerabdrücke sind. Weil er hat es ja gerade ausgemacht. Ich bin mir nicht mehr so sicher, wie lange das hier anhält, aber ein bisschen wird es schon sein. Von daher gehen wir mal rein. Schauen uns das mal an. Okay. Mal jetzt hier nicht. Okay.
Schmeißt die auf jeden Fall fröhlich. Machen wir hier irgendwas. Plasma. Oh. Okay. Ja. Okay, sie haben auf jeden Fall ziemlich viel hier. Bin gefühlt. Wo habe ich jetzt eigentlich das Thermometer hingedroppt? Hier hin. 10 Grad haben wir hier. UV können wir aber, glaube ich, streichen. Nur wieder keine Fingerabdrücke. Ja, sehr gut. Oh, alter Schwede, ey. Ich weiß gar nicht, gibt es hier eigentlich auch Geister, die besonders aktiv sind? Ich glaube. War doch der Djinn. Ach nee, der Djinn war ja letzte Runde, den ich nicht identifiziert habe, der sehr schnell die Sanity runterdroppt. Mal gucken, wo wir jetzt sind bei den ganzen Sachen. Okay, auf einfach ist es, glaube ich, wirklich einfach. Wir sind noch bei 90%. Ich glaube, auf Mitte hätten wir jetzt schon ein Problem. So, wir nehmen mal den ganzen Kleideradatsch mit hier, ESG und Staffelei und gucken mal. Also, ja, Raum, müssen wir, glaube ich, nichts weiter sagen, der ist hier. So, stellen wir das hier mal hin. Ja, wir gehen jetzt so langsam richtig. Immer weiter runter. So, das Licht war schon an. Interessant, interessant. Aber wir haben hier auch noch ein bisschen weiter zu erkunden. Jetzt ist der Kater hier schon wieder hochgesprungen. Okay. Kann ich hier das Licht bitte anmachen? Crowley. Oh mein Gott. Sehr krass. Okay, ich glaube, das war bestimmt nicht der einzige Jumpscare hier in dem Raum. Komme ich nicht weiter. Das ist wahrscheinlich erst, wenn ich dann wirklich das Benzin habe. Warte mal, wenn ich den Atem sehe, sind wir auf jeden Fall im Minusbereich, ne? Ja, genau. Hier war es so, dass man nicht vorher wie im Phasmo den Atem erst sieht, wenn man bei 5 Grad ist oder generell im Geisterraum. Ja, ist gut. Okay, also, wir haben auf keinen Fall Fingerabdrücke. Wir haben dafür aber auf jeden Fall Gefriertemperatur. Bevor ich den Geist einlogge, will ich zumindest einmal komplett durchs Haus gegangen sein. Das heißt, wir müssen gleich noch nach oben gehen. Im guten alten Funeral Home. Ja, sehr vertrauenserweckend hier. Hier ist einfach die Straße. Keine Ahnung, was hier passiert ist. Ist mit einer Mauer abgesperrt. Ist das hier so mitten im Nirgendwo oder wie ist das möglich? Naja. Sei es drum. Also, 80%. Nehmen wir dich mal mit und den Rest haben wir eigentlich schon drin. Das heißt, Ektoplasma-Glas müssen wir gleich noch checken. EMF war ja auch ziemlich aktiv, ne? Ja, okay, klopft wieder in die Scheibe. Bist du hier? Wo bist du? How old are you? Are you here? Okay. Wir haben die Geisterbox. Flecken können es noch sein. ESG ist raus. Staffelei ist noch drin. EMF ist noch drin. Genau. Das heißt, wir gucken jetzt doch nochmal nach Flecken. Ah, okay. Er hat schon gemeint. Staffleilein, und wir haben ein Handtuch. Achso. Ich bestätige das jetzt noch nicht, weil ich will einmal das Haus erkunden in Ruhe noch, bevor gleich der Timer läuft und wir vielleicht Probleme bekommen.
Hantu sind der Geister bekannt, die durch ihre Sprache mit dem Verstand der Menschen spielen. Wenn du es irgendwie schaffst, mit deinem Hantu zu sprechen, wird er mit deinem Verstand spielen und dich verwundbar machen. Wenn du mit ihm sprichst, machst du dich zu einer leichten Beute für ihn. Wenn er dich verflucht, indem er mit dir spricht, kannst du den Fluch mit Beruhigungspillen wieder aufheben. Okay, er hat auf jeden Fall mit mir gesprochen. Und ich spreche auch permanent irgendwie. Ich weiß nicht, ob das einen Einfluss darauf hat. Oder ob das nur über die Box geht. Wir sollten jetzt dann auf jeden Fall erstmal Pillen reinknippeln. So, was brauchen wir denn für den Exorzismus? Wir brauchen UV-Licht, Ektoplasmaglas und Kruzifix. Also mit dem Benzinkanister finden. Dann finden Sie die richtige Leiche mit UV-Licht, Ektoplasmaglas und einem Kruzifix. Identifizieren Sie das Geschlecht, indem Sie genau auf die Stimme hören. Verbrennen Sie die richtige Leiche, bevor die Zeit abläuft. Sie möchten nicht im Haus sein, wenn die Zeit abgelaufen ist. Das ist sehr vertrauenserweckend. Vielleicht verbrenne ich gleich wieder ein bisschen Geld, aber ich werde es auf jeden Fall durchziehen wollen. Aber das sieht jetzt theoretisch nicht so schwer aus. Von daher gucken wir mal, was es bringt. Okay. Identifizieren Sie das Geschlecht, indem Sie genau auf die Stimme hören. Ektoplasma UV Kruzifix. Die Frage ist, komme ich dann gar nicht mehr raus, sobald ich ihn eingeloggt habe? Ist dann hier für immer die Tür zu? Oder kann ich vorher noch abhauen? Ich würde jetzt einfach zwei Kruzifixe mit reinnehmen. Ich könnte mir wahrscheinlich vorstellen, dass, ich habe ja den Namen vorgelesen, da hat sich ja der Raum gefüllt. Vielleicht nach Ablauf der Zeit all die wiederkommen und mich jagen und, keine Ahnung, in die Hölle ziehen. Das ist so, was meine Fantasie jetzt hier daraus macht. Keine Ahnung, was dann wirklich dabei rumkommt. Ich würde es aber eigentlich auch ungern jetzt nicht, ich würde es jetzt nicht gerne sehen wollen. So. Von daher, ja. Gucken wir mal, ob wir so erstmal durchkommen. Alles klar. Das sind doch die Bilder, die auch eigentlich in den anderen Häusern immer schön hingen. Oh, fuck. Mein Kruzifix gerade weggedroppt. Oh mein Gott. Okay. Unten klopft es. Das ist ja eigentlich permanent das Licht denn. Achso, man kann sich ja verstecken inzwischen. Okay. Oh, da hinten. Alter Schwede. Gefühlt hat er jedes Zimmer hier irgendwo. Oh ja, genau. Ein Jugendzimmer, wie man es kennt. Gruseliger Puppenkopf auf dem Boden. Ansonsten passt es. Aber wieso? Denn da die Dartscheibe so bescheuert. Zum ohne Witz. Wenn ich hier vernünftig spielen will, muss ich immer die Tür offen haben. Okay, er rastet unten schon wieder komplett aus. Schiebt in der Küche Sachen hin und her. Oh, hier ist eine Voodoo-Puppe. Dich lassen wir mal da. Oh, ist das euer Ernst? 4 Uhr. 0400. Ist das der Timer, der dann läuft? Habe ich so viel Zeit, nachdem es losgegangen ist?
Ganz normales Abstellzimmer. Genau so würde ich es auch immer einrichten. Tja, okay, wir haben das Haus komplett durchforstet. Das heißt, bitte, UV-Licht, Kruzifix und hier Ektoplasmaglas. Was sind die Sachen, die ich jetzt brauche? Wir loggen jetzt ein. Bin ein bisschen nervös, glaube ich. Ja, okay, jetzt läuft die Zeit. Fuck, okay. Was ist jetzt Benzin finden? Und unter dem Druck kann die auch immer noch einen Jumpscare ins Gesicht knüppeln. Komme ich jetzt eigentlich noch raus? Ja, ich komme noch raus. Hier kam ich auch vorher schon lang. Die Frage ist, hat sich dadurch jetzt hier irgendwie ein neuer Raum geöffnet für mich? Komme ich jetzt da hinten? Hier zu den... Ja, okay, wir kommen hier zu den Leichen. Okay. Ach du Scheiße. Ich brauche immer noch das Benzin. Das ist bestimmt im Keller vielleicht. Den Namen muss ich wahrscheinlich rausfinden. Crowley. Crowley. Ist das ein Männername, ein Frauenname? Alle Leichen stehen auf. Ich es nicht innerhalb der Zeit schaffe. Ja, wir haben das Benzin. Das hat er so oder so angezeigt, verstehe. Hat aber bei jedem Körper angezeigt. Das heißt, ihr habt den falschen ausgewählt. Okay. Okay, okay. Also, merke, Benzin wird wahrscheinlich immer im Keller sein, vermute ich mal. Die Schwierigkeit ist dann einfach, den richtigen Geist zu finden. Und mit dem Benzinkanister im Gepäck, ja, vermutlich. Okay, man kriegt sogar relativ viel Kohle hier. Okay, ich habe auf einfach gespielt. Das heißt, 50% meiner Ausrüstung kriege ich ersetzt. Das heißt, ich habe gerade Ausrüstung im Wert von $13.200 verbrannt. Aber gut, ich habe ja auch ein bisschen was wiederbekommen für den richtigen Geist. Dafür, dass ich den Benzinkanister gefunden habe. Aber das ist eine interessante Map, ist auf jeden Fall mal was anderes. Das ist wiederum ganz cool bei dem Monologist im Vergleich zu Phasmophobia. Wenn ich jetzt überlege, bei Phasmo macht man eigentlich im Prinzip immer das Gleiche. Und hier ist jede Map anders. Man muss es nicht mögen, gerade weil, wenn ich jetzt an die Anstalt denke, die finde ich irgendwie ein bisschen zu langatmig, da mit diesem Bodenrätsel und hat man nicht gesehen und da muss man da noch hin und her schieben wird und so. Also ich mag eigentlich lieber die Maps, wo man, wie die Cycling Street, wie jetzt die erste Map, ich glaube, das Deadwood House ist auch noch okay. Was nicht ganz so abgehoben ist. Und das hier geht, glaube ich, auch. Das hier geht, glaube ich, auch tatsächlich. Das kriegen wir, denke ich, hin. Das kriegen wir hin. Immerhin hat man den richtigen Geist. Also, wenn es euch gefallen hat, wenn euch die Map gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr davon gehalten habt. Also, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, macht's gut. Ciao.